Hallo miteinander, ich bin der Gabriel und ich darf heute für den Vatergrad-Podcast ins Hospiz in St. Gallen. Uns begrüßt Daniela Palacio hier. Sie ist Leiterin der Pflege und arbeitet schon seit ein paar Jahren hier im Hospiz in St. Gallen. Und uns ist auf Wunder, wie gehen die Patienten mit dem Tod um, wie geht sie mit dem Tod um und was bedeutet das überhaupt? Vatergrad. Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Hallo Daniela. Hallo miteinander. Danke vielmals, dass du gekommen. Morgen. Das ist ja mega schön hier, Daniela. Gell? Wow. Ja, ich finde es wirklich wahnsinnig schön. Ja, hier befinden wir uns in der Eingangshalle. Okay. Da ist der ursprüngliche Haupteingang von der Villa Jakob. Wir haben jetzt aber von vorne eigentlich hauptsächlich, wo die Leute reinkommen. Aber genau, da wäre noch so der ursprüngliche Haupteingang. Okay. Da befinden wir uns eigentlich im Herzstück vom Hospiz St. Gallen. Das ist unser Esszimmer. Uns war ja wichtig, auch so ein bisschen bei der Einrichtung, dass wir möglichst nicht nach Institution aussehen, sondern dass es so ein bisschen ähnlich ist wie daheim. Und da bildet man da so ein bisschen ab mit dem Wohn-Essbereich, wo hinten die Lounge ist, mit den Sofas, wo man einmal so ein bisschen gemütlich zusammensitzen kann. Es wirkt überhaupt nicht so nach Hospiz, es ist so sehr heimelig. Und ja, genau. Das Thema vom Tod ist gar nicht so präsent irgendwie. Genau, da ist es so, ja. Wow. Also da ist eben, wie gesagt, so ein bisschen wichtig gewesen. Wir sagen ja, wir sind eine WG, eine Wohngemeinschaft auf Zeit. Was ist genau das Ziel eines Hospiz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt das noch nicht kennen? Ins Hospiz St. Gallen kommen Menschen, die sich am Lebensende befinden, also wo der Tod näher ist. Alle haben eine Krankheit, die zum Tod führen wird. Das heisst, jegliche Therapien sind abgeschlossen und klar ist, es geht um die Gestaltung der letzten Lebensphase. Alle Menschen, die zu uns kommen, befinden sich in einer außergewöhnlich komplexen Situation. Also die Betreuung ist daheim nicht möglich, aber auch nicht in einem Pflegeheim. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr prägende Erfahrungen auch sind mit den Patienten. Wie kannst du die auch vielleicht distanzieren? Ich weiß nicht, wie es du würdest nennen, ob es ein Distanzieren ist oder einfach verinnerlichen. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich glaube, ein ganz grosses Thema ist nähere Distanz. Die Leute muss ich auch an mich heranlassen. Ich kann nicht einfach nur kühlen und auf Distanz gehen. Also es braucht eine gewisse Nähe. Eine Verletzlichkeit auch? Ja, das kann auch ein Teil Verletzlichkeit sein. Aber also ich denke, wir bauen intensive Beziehungen auf mit unseren Bewohnern, aber manchmal auch noch fast mehr mit den Angehörigen, die wir begleiten. Und dann gibt es wieder Teil von der Distanz, wo ich eben wie auch auf mich schaue und sage, es ist wie nicht meine Geschichte. Ich bin Begleitperson, ich begleite die Menschen auf dem Weg, aber es ist wie nicht meine Geschichte. Und ich bin davon überzeugt, dass man wie die Fähigkeit von dieser nahen Distanz gut können auszubalancieren, dass man wie der Typ einfach dazu muss sein. Dann gehen wir auf in den Zimmerbereich, betreiben im Moment 7 Bett. Und haben im Moment 4 Bewohnende. Das ist der erste Teil des Bewohnendenbereichs mit dem Pflege, mit dem Stationszimmer der Pflege und hier rundum Bewohnerzimmer. Über das Federritual erzähle ich gerne etwas. Da haben wir neu jetzt angefangen in der Villa Jakob, dass die Bewohnenden bei Eintritt die Federn auswählen. Nach dem Versterben geht die Federn an die Zimmertüre. Dass man einfach auch mit einer gewissen Bewusstheit ins Zimmer gehen kann. Kannst du uns wie erklären, was du dir auch wünschen würdest? Weißt du, dass die Gesellschaft vielleicht auch den Umgang verändern würde? Also grundsätzlich sind wir uns ja alle bewusst, dass wir uns früher oder später mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und gleich erstaunt es mich immer wieder, dass viele Menschen einfach sich dem Thema überhaupt nicht zuwenden, sich mit dem nicht auseinandersetzen. Obwohl man ja wie wissen, irgendwann steht der Tod auch in meinem Leben bevor. Oder vielleicht sind es auch Angehörige, vielleicht gar nicht ich selber. Und so das Bewusstsein zu haben und wirklich bewusst auch zu leben, mit dem Wissen, hey, das Leben ist irgendwann vorbei. Und da fände ich schön, wenn da mehr auch nicht nur so ein Wissen im Kopf, sondern auch vielleicht im Leben, dann wie schon Platz haben kann. Weil ich glaube, das Leben wird anders, wenn der Tod präsenter wird und ja,
Also eben, da erlebe ich oder bei Angehörigen oder auch Bewohnenden von uns. Ich meine, der Tod ist dann so präsent und dann ist es ein anderes Gestalten vom Leben, wenn einem wie bewusst ist, ja, der Tod ist näher. Dann kann ich euch hier ein Zimmer zeigen, das im Moment leer ist, wo so ein Eindruck gibt, wie die Zimmer eingerichtet sind. Da sieht man jetzt auch, das Pflegebett ist so ein bisschen das Einzige, wo man wie merkt, ja, wir sind eine Pflegeinstitution. Sonst ist es, wie gesagt, sehr wohnlich eingerichtet. Das Zimmer hat so wie zwei Bereiche. Hinten den Wohnbereich mit dem Bettsofa, wo auch Angehörigen die Möglichkeit gibt, um hier zu schlafen. Wo ich auch viel darauf angesprochen werde und für uns auch ein wichtiges Instrument oder ein Hilfsmittel ist, ist der Vorhang. Den nutzen wir vor allem, jetzt, gerade wenn Menschen allein sind, vielleicht einmal keinen Besuch haben, dass sie wirklich noch so einen Kontakt gegen aussen haben, dass sie uns so hören, auch wissen, ich bin nicht allein. Früher oder später benutzen wir den bei fast allen Bewohnenden. Wie bist du zu dem gekommen? Kannst du uns ein bisschen erzählen von deiner Geschichte mit dem Thema? Ja, ich habe im 2008 Ausbildung abgeschlossen auf der Palliativstation in Florville und habe dann viele Jahre eigentlich nicht mehr mit dem Thema zu tun haben, also ein bisschen den Abstand gebraucht, habe dann auch an anderen Arbeitsplätzen, die ich gearbeitet habe, gemerkt, dass ich den Umgang nicht mehr so kann und habe dann aber so schrittweise wieder ins Thema hineingefunden. Und ich habe immer gesagt, Palliative Care ist so für mich so die Herzensarbeit, weil ich einfach sehr viel Sinnvolles machen kann. Und bin dann so schrittweise wieder ins Thema zurückgekommen und habe dann, ja, jetzt mit dieser Stelle bin ich wieder komplett im Thema und merke so, ja, ich bin wie an einem anderen Ort im Leben, ich habe Kinder bekommen in der Zwischenzeit, Lebenserfahrung gesammelt. Und jetzt bin ich wirklich an einem Platz, wo ich mich extrem wohlfühle und die Arbeit sehr gerne mache. Kannst du sagen, wie viele Bewohner du begleitet hast in dieser Zeit? Wir rechnen im Jahr etwa mit zwischen 60 und 70 Menschen, die bei uns versterben. Ja. Ist doch noch relativ viel. Ja, das ist wirklich eine grosse Zahl. Mhm. Und da ist einmal so eindrücklich an den Gedenkfeier, den ich vorher angetönt habe, dass wir für jeden verstorbenen Bewohner eine Kerze anzünden. Und ich sage dann wirklich auch für uns Mitarbeitenden, wenn wir dann dort sind und die 60, 70 Kerzen sehen, wird es dann auch einmal uns so wieder präsent und bewusst, wie viele Menschen das bei uns versterben. Ja. Kann ich euch hier noch ein Zimmer zeigen, ein Dachstock. Das ist vom Stil her ganz anders, eher ein bisschen heimeliger. Ja, wo auch die Balken so ein bisschen noch eine Geschichte erzählen vom Haus. Nimmst du den Umgang von deinen Mitbewohnern vom Hospiz da wahr? Ich merke, wie so individuell, wie wir Menschen sind, so individuell ist auch der Prozess am Lebensende. Da erleben wir alles. Also es gibt solche, die sehr geordnet kommen, sehr klar auch im Bewusstsein. Das Leben geht zu Ende, der Tod ist näher. Gleichzeitig gibt es aber auch Menschen bei uns im Haus, die noch nicht bereit sind, die sich wie noch nicht damit abfinden könnten. Und da gilt es wirklich darum, den Menschen dort abzuholen, wo er steht und auch niemandem etwas aufzuzwingen. Also auch wir haben Menschen, die bei uns versterben, die bis zum Schluss nicht können, ja zum Sterben sagen. Und da gilt es auch nicht zu verurteilen. Oft kommt auch noch das Thema Hoffnung auf. Auch wir haben Bewohnende, die noch hoffen, auch noch auf ein Wunder hoffen. Und Hoffnung ist eine Art Kraft. Also Hoffnung ist ein Gefühl, das Kraft geben kann. Und wir dürfen auch niemandem Hoffnung absprechen. Oder? Hoffnung kann sein, Hoffnung auf einen guten Tag, Hoffnung auf einen schönen Besuch von den Enkelkind. Unsere Bewohnenden leben ja da, wohnen da. Und auch die Angehörigen verbringen viel Zeit bei uns im Haus. Und das ist ein Aufenthaltsraum, wo wir die Bibliothek haben, mit den Büchern, Spielsachen für die Kinder. Und unter anderem eben auch unsere Minibar. Ja, wir sagen eben, Wege auf Zeit. Und in einer Wege oder in einer Wohnung oder in der Heim gehört auch eine Minibar. Gegenüber von meiner Wohnung sehe ich eine Wohnung, in der so drei vertrocknete Pflanzen drin sind. Und ich denke so, wo ist die Person? Ja. Weil ich fast, dass die Person verstorben ist und niemand merkt. So. Ja. Ja. Gibt es genug? Ja. Wir haben jetzt gerade wirklich eine Situation, da ist einfach niemand da. Einfach niemand. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wer lehrt denn den Briefkasten? Ja, niemand. Es ist einfach wie niemand da, oder? Am Lebensende. Das ist schon verrückt. Und ich bin dann so gefragt worden, ist da etwas, wo man wieder davon ausgeht, dass es zunehmen wird? Und da kenne ich jetzt nicht Zahlen oder Studien oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass das mehr und mehr wird, halt durch die ganze Anonymisierung, einfach auch in der Gesellschaft. Dass es mehr und mehr Leute gibt, die am Lebensende wirklich einfach allein sind. Gibt es etwas, wo du noch möchtest
unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, wo du sagst, das wäre mega wichtig? Ja, grundsätzlich ist es uns einfach immer wichtig zu sagen, wir sind ein offenes Haus. Wir dürfen kommen, wir dürfen das Haus anschauen, wir dürfen das Haus erleben. Auch bevor man vielleicht krank ist und sich wirklich gezwungen ist, mit dem Thema auseinanderzusetzen, machen wir auch Öffentlichkeitsarbeit, indem wir sagen, man kann Führungen machen, man kann auch mal zum Beispiel mit dem Verein kommen, sich melden, wir zeigen uns gerne, wir erzählen uns gerne, weil uns ist wie bewusst, man muss ins Haus kommen, um wie erfahren und spüren, was heisst der Hospiz, wie ist das bei uns, wie arbeiten wir. Und eben auch zu spüren, der Tod und das Sterben ist zwar täglich das Thema, aber auch das Leben ist sehr präsent. Es wird gelacht, es ist, ja, es wird gelebt, auch bei uns, nicht nur gestorben. Schön. Danke vielmals für das Gespräch und für deine Zeit. Sehr gerne. Und wünsche dir auf deiner Arbeit weiterhin viel Erfolg oder auch Glück und Zufriedenheit. Und, ja. Danke vielmals fürs Kommen. Merci. Danke. So. Super gewesen, oder? Also mega eindrücklich, einfach wie Daniela mit dem Thema locker umgeht und wie einfach so eine schöne und gute Atmosphäre herrscht im Gebäude. Ich bin wirklich mega beeindruckt und ich könnte mir keinen schöneren Ort vorstellen, wenn es mich betreffen würde, wenn ich müsste irgendwo sterben müsste. Und ich bin mega dankbar, dass wir hier reinschauen durften, dass Daniela uns alles gezeigt hat. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns doch einen Kommentar. Geht auf den Instagram-Account, wir haben unten den Link, auf dem Hospiz St. Gallen, wo ihr in Kontakt treten mit Daniela, wenn ihr mal selber wollt, hier vorbeischauen könnt. Wie ihr gemerkt habt, es ist mega gastfreundlich, es ist mega offen. Kommt doch auch vorbei und setzt euch hier mit dem Thema auseinander. Danke fürs Zuschauen und Zulassen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.